So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal. Ramses der Digger, der Hannes ist auch da, der Hannes der sitzt aber schon. Der Hannes, da kann er wenig nicht mehr so lange stehen und eigentlich habe ich gerade dieses weiße Hemd angehabt, aber irgendwie ist es heute nur 5 Grad statt 30 wie gestern. Deswegen musste ich mir jetzt den Naturburschen Fummel anziehen. Wir sind jetzt mal beim Griechen, denn ich habe gesehen, beim Griechen gibt es theoretisch jetzt Döner. Für 5 Euro, überall 5,50, hier 5 Euro und das sieht irgendwie ganz besonders aus. Das möchten wir euch mal zeigen. Hier steht nämlich Gyros mit Pita, 5 Euro. So sieht das dann aus. Sieht eigentlich aus hier wie eine Dönerrolle mit Pommes drin und Fleisch und allem anderen. Und auf der anderen Seite sieht es aber irgendwie noch mal ein bisschen anders aus. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausschaut, was wir da kriegen, wie das schmeckt. Und es war ein harter Kampf, ein steiniger Weg bis hierher. Ich war am Wochenende mit Pupsi da. Ich hatte gar keinen Hunger, habe gedacht, okay, probierst du halt einfach nur das Pita. Habe ich das bestellt? Gibt's nicht. Gibt's nur bis Freitag, weil gibt's ja nur in der Woche. Enttäuscht bin ich gegangen. Gestern, Hannes geht her, Hannes sagt, okay, 3 Gyros mit Pita bitte zum Mitnehmen. Ich dachte so, hä, wir haben doch jetzt gar keine Zeit. Gut, dann machen die das vielleicht fertig, wir holen das dann ab. Und als wir kamen, gab es halt 3 Gyros-Teller mit der Begründung, das gibt's ja nur bis mittags. Wir haben es schon zweimal also nicht geschafft. Jetzt sind wir extra mittags da und wollen gucken, wenn wir das bestellen, ob wir das kriegen, wie das schmeckt. Und gleich zeige ich euch den Hannes. So. Hannes, hier ist was los. Ja, und wie? Wir trinken unser Bier. Genau, richtig. Prost. Macarena. So, wir haben jetzt das Essen bekommen. Der Hannes, der möchte jetzt mal reinbeißen, damit ihr mal seht, wie gut es aussieht und wie gut es dem Hannes schmeckt. Ne? Der freut sich schon total. Das ist es jetzt hier. Gyros im Pita, mit Pita. Das ist auf jeden Fall richtig wuchtig. Ja? Für 5 Euro ist es eine feine Portion. Hier sieht man auch eine Pommes drin. Da sieht man da die Zwiebeln, das Gyros. Beim Hannes, da sieht man sogar 2 Pommes, beziehungsweise wer genau hinguckt. Da ist noch eine Mini, das sind mindestens 3 Stück. Der Hannes, der mag jetzt mal reinbeißen, mag es mal probieren. Ich probiere mal. Ich hau rein. Der dritte Versuch, endlich diese feine Köstlichkeit zu genieren. Oh ja, die Zwiebeln hauen schon ab. Da hauen die, genau, die Zwiebeln. Die werden jetzt im Hibu auf dem Markt verteilt. Lassen Sie sich mal durch den Kopf gehen. Ne? Das ist sehr lecker auf jeden Fall. Sehr lecker, sagt er. Ich beiß jetzt auch einfach mal rein, dann hole ich mir noch mal richtiges Feedback. Das ist auch schön. Sehr lecker. So schön eingewickelt in Alu. Dann unten drunter kommt noch mal Backpapier. Ne? Alles fein säuberlich. Guckt es euch an, bevor die Zwiebeln runterfallen. Vor allem mit dem Tzatziki von hier. Das ist immer das beste Tzatziki. Das habt ihr hier unten. Da kommen sogar die Tomaten durch. Das heißt, es ist auch Gemüse dabei. Aber vor allem ist es wenigstens warm, wenn du bei dem Mann an der Wand immer hingehst. Da weiß ich nicht, was der macht. Da ist das Brot immer kalt. Hier ist alles gleichmäßig warm. Wie Hannes schon sagt, sehr köstlich. Und das sieht da auch sehr knusprig. Und es ist jetzt auch nicht 100.000 Pommes drin und nur ein Stück Fleisch. Es ist also relativ wenig Pommes. Das Fleisch ist trotzdem im Vordergrund, dass ihr richtig was zu beißen habt. So, ich drehe es einfach nochmal dahin. Damit ich in Ruhe noch mal abbeißen kann. Und vor allem das Bitter ist auch sehr knusprig. Ja. Habe ich so noch nie gekannt. Ist immer überall nur Fladenbrot hier, Fladenbrot da, aber jetzt hat das wieder eine ganz eigene Note.
So, und jetzt, wo wir fertig gegessen haben, möchte ich nochmal an Hannes sein Feedback zusammenfassen. Der Hannes sagt nämlich das. Ich liebe diesen Skewers im Bitter. Ich mag's gern. Und das hier hat's auch wirklich sehr gut geschmeckt. Alles frisch, alles sehr warm noch. War super. Würdest du dir es also nochmal holen, ja? Ja, auf jeden Fall. Da hat er die letzten Cent zusammengekratzt, damit er nicht aufspülen gehen muss, ne? Da ist noch das Bier. Ja, ich muss auch sagen, also ich bin positiv überrascht. Weil für die 5 Euro, was ein normaler Preis ist, kriegst du trotzdem einen richtig Handvoll zu essen. Mit einem sehr knusprigen, leckeren Brot, was schön warm war, wohl im Ofen gerade noch schön aufgebacken. Und richtig schön zartes Gyrosfleisch. Also beim Döner, Mann, manchmal, wenn du da einen Döner nimmst, da tropft ja unten schon das ganze Fett raus, alles hin und her. Hier wirklich nichts fettig, alles wunderbar. Das Tzatziki, was dabei war, kennt man ja. Beim Griechen gibt es immer das beste Tzatziki. Nicht wie wenn ihr in den Supermarkt geht, nein, griechisches Tzatziki, wunderbar. Pommes dabei, nicht zu viele. Trotzdem das Fleisch präsent, trotzdem Pommes auch mit reingefüllt, Gemüse, alles, alles drauf. Das muss ich unbedingt mal Pupsi zeigen und dem Muttertier, dass sie das auch mal essen. Aber das gibt es ja nur in der Woche und nur zum Mittagstisch, also von 11 bis 14 Uhr, glaube ich. Ja. Aber wenn ihr mal in Hibu seid, testet es auch mal hier beim griechischen Restaurant Rhodos oder wie auch immer hier auf dem Markt. Ihr kennt es ja, wir haben nur einen Griechen. Wir haben nur einen Griechen. Geht aber hin, probiert's mal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Hannes. Mach's gut.